Ich habe schon einen Server ausgewählt. Es tut so was. Es bewegt sich was. Uhu. Es ruckelt ein bisschen. Wir sind drin. Mal gucken, ob es dann auch bleibt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich möchte gerne eine Assassine spielen. Ich weiß, das machen alle, aber ich würde das doch gerne, weil ich habe nämlich noch probiert. Warte mal. Ich glaube. Oder was ist denn das? Kampfkünstler? Nee, warte mal. Wo sind denn die Bogenschützen? Unter was? Das weiß ich gar nicht. Das sind die München? Feuerwaffen und Bögen. Ah, hier, Kanonier. Habe ich mal ausprobiert, dann noch kurz. Und es hat mir irgendwie gar keinen Spaß gemacht. Dieser Fernkampf gegen viele Gegner. Fand ich irgendwie. Da springe ich lieber als Assassine so rein. Das fand ich irgendwie cooler. Dalo ist auf Tierrein, scheint stabil zu sein. Also die zwei, die ich parallel noch offen habe, spielen. Stabil kann ich nicht sagen. Ich gucke hier, aber sie spielen. Okay. Es geht los! Ich freue mich schwer auf die Charakterstellung. Ich bin gespannt. Ich habe in der Beta einfach nur random geklickt und als es mir gefallen hat, einfach mal genommen. Aber jetzt möchte ich ein bisschen genauer gucken. Geschichte ansehen mache ich nicht, weil wir das nachher auch nochmal kriegen. Aber jetzt wollen wir uns mal anpassen und dann gucken wir mal, was wir da so nehmen. Ah, so rote Augen. Also jetzt gucken wir mal. Ja, verschiedene Outfits, aber das ist eigentlich nur, dass man so ein bisschen sieht, wie die aussehen kann. Nee. Also das Schwarz finde ich eigentlich ganz schön, aber einfach nur ein bisschen zweckmäßig schwarz und nicht zu nackig schwarz. Ich bin halt eine Frau. Hi, Lukas! Juhu! Und Emotes, das ist ja natürlich auch, da gibt es natürlich nette Sächelchen. Hihi. Aha. Was ist denn das? Einfach knien, ne? Und tanzen natürlich. Und das ist auch tanzen, ne? Bloß ein anderer Tanz. Und das ist dann einfach mal stillstehen. So, da kann man sogar Anpassungen speichern. Das finde ich auch super. Das ist so ein bisschen wie in Final Fantasy 14. Das finde ich immer ganz gut, weil wenn es einem gefällt, dann hat man das schon mal. Oh. Die hat hier hinten, der Umhang sieht ein bisschen aus wie Flügelchen, ne? Ist das ein Charleston oder wie der heißt? Oh, Charleston. Warte mal. Also das sieht eher aus wie so, nee, warte mal, wie heißt denn das? Ein Rumba oder sowas? Oder Cha-Cha-Cha? Und das da? Oh Gott, ich kenne mich bei Tanzen zu wenig aus. Nee, doch nicht. Dachte zuerst. Ein Lady Gaga-Tanz oder sowas vielleicht? Oh, einen Hintergrund kann man auch auswählen, wenn man das gerne möchte. Oh nein, aber bitte nicht rausfliegen, nur weil es einen neuen Hintergrund lädt. Also hier sind wir in der Stadt. Da sind wir irgendwie am See. Oh, in der Nacht. Da sieht sie aber auch, da ist sie viel näher, ne? Da ist sie anders. Huch! So sieht sie dann nachher aus, wenn wir sie spielen, ne? Es sei denn, wir zoomen ran. Okay. Was haben wir noch? Das sieht auch aus wie Strand. Oh, das erinnert mich voll an Final Fantasy 14. Da hinten am Strand sieht es genauso aus. Da, wo da hinten dieser fette, dieser reiche Schnösel, den man da öfter besucht. Lukas weiß bestimmt, was ich meine. Sieht halt voll so aus. So, und das war einfach nur so gar nichts, ne? Einfach im Regen. Was? Wie? Ach, ich bin gerade von Final Fantasy 14. So, jetzt machen wir hier. Also vorgefertigte. Ich hatte in der Beta, glaube ich, irgendwie sowas in der Richtung. Wieder. Die fand ich ganz schick. Sowas ähnliches würde ich wahrscheinlich wieder nehmen. Eventuell mit einer anderen Frisur. Da werden wir mal Frisuren angucken und dann so ein bisschen was abändern. Aber sonst fand ich die schon ganz cool. Jetzt schauen wir mal. Also, es gibt ganz viele verschiedene Gesichter. Können wir da ein bisschen näher? Oh ja, das ist hübsch. Oh, eigentlich gefällt sie mir schon.
Ja, aber wir können trotzdem mal durchgucken. Also wir haben jetzt das Gesicht hier genau in der Mitte. Dann können wir mal die anderen ein bisschen angucken. Ah, sexy. Aber sexy sind sie ja alle. Aber die hat ein bisschen so Augen, als ob man ihr draufgeschlagen hätte. Oh, süße. Im Endeffekt sieht es natürlich sowieso keiner irgendwie, wie man aussieht. Also ich weiß ja nicht, was es in-game noch so alles gibt in Cinematics oder so. Ah, die ist auch hübsch. Und ob das dann tatsächlich öfter mal zu sehen ist in der nahen... Oh, die ist auch nicht... Oh, da ist es aber schwierig, sich zu entscheiden. Die sind irgendwie alle cool. Man kann ja selber dann nachher sowieso noch anpassen. Standardgesichter. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen zu viel. Und die hat ein bisschen komische Augen. Ah. Okay, da gibt es ja richtig schicke Köpfe. Ich glaube, ich nehme jetzt mal einen. Irgendeiner hier drüben hat mir ganz gut gefallen. Und dann gehen wir nachher noch in die andere Bearbeitung und dann können wir ja noch ein bisschen so kleine Sachen vielleicht noch ändern. Also wahnsinnig, also es unterscheidet sich schon, aber irgendwie dann schon wieder nicht. Also die hier unten gefallen mir nicht. Die gefallen mir gar nicht so. Die erste Challenge Charaktererstellung, genau. Die Absätze sind sehr zweckmäßig. Man kann auch mit den Absätzen sehr gut kämpfen, wenn man das gelernt hat, glaube ich. Ich glaube, ich habe mal irgendeinen Film gesehen, wo jemand so einen Absatz ins Hirn gekriegt hat. Der war dann natürlich hinüber. Ich glaube, so in die Schläfe. ja, was nehmen wir denn? Ich glaube, wir nehmen mal so und dann gucken wir mal, was wir für Frisuren haben. Oh, und da gibt es viele. Guckt mal hier. Oder sieht das nur so aus? Der Slider ist bloß so. Ich dachte schon, die Slider-Breite. Wir gucken mal. Was mir auch sehr gut gefällt, ist dieses schwarz-weiße Haar. Mal gucken, vielleicht behalte ich das sogar. Normalerweise... Oh, Luigi-Mini. Das ist kräftig. Normalerweise habe ich ja immer rot. Ja, rote Haare. Mal schauen. Vielleicht lasse ich aber sogar das... Mal gucken. Oh Gott, das ist aber angeklatscht. Das gefällt mir nicht so. Nur was mag ich auch nicht. So nach dem Motto, egal was ich tue, die Frisur sitzt. Kein Strähnchen wird verwirbelt. Das ist auch so ein bisschen... Ich habe mir zwar einen Zopf gemacht, aber ziemlich schlampelig. Also die Frisuren sind nicht schlecht. Also manchmal gibt es ja echt so Spiele, wo man sich denkt, naja, wer hat sich die Frisuren ausgedacht? Da nimmt man sich dann immer das kleinste Übel, aber die sind nicht schlecht. Die gefallen mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich weiß, was ich am Wochenende machen werde. Charakterstellung in Lost Ark. Spielbeginn? Pff, keine Ahnung. Ja, ich glaube zwar nicht, dass wir den Abend jetzt hier mit Charaktererstellung verbringen, weil ich eigentlich schon immer ziemlich schnell weiß, was ich mag und was mir gefällt und was nicht so. Aber wir wollen natürlich so ein bisschen gucken und zeigen, was es hier so gibt. Nein, sowas nicht. Das ist das, was ich vorher hatte, ne? Vorhin. Ganz viele Zöpfchen. Nein. Oh, das war's schon. Also, wir sind ja doch... Ja. Ah, ja, genau so. Also, so schlecht finde ich das gar nicht, weil die anderen Frisuren, die sind mir ein bisschen zu Lulacht 15 und wenn die so ein bisschen was Besonderes hat, gefällt mir eigentlich schon. Jetzt gibt's auch Standard und zweifarbig. Aber das zweifarbige gefällt mir eigentlich sehr gut. Haarfarbe könnten wir jetzt ändern. Aber wenn ich sie jetzt ändere, dann finde ich die nicht mehr, die jetzt gerade. Obwohl, ich kann ja einfach wieder in die Vorauswahl gehen, in die Standardsachen. Und dann mal ein bisschen gucken, wie das aussehe. Aber eigentlich ist das schick. Wenn ich sie jetzt rothaarig mache, zusätzliche Haarfarben,
Also hier gibt es aber ein Zurück. Das ist eigentlich ganz gut. Dann kann man erst testen und sagen, nö, will ich doch nicht. Also helle Strähnchen sind ja schon cool. Machen wir mal hier so Richtung... Oh, ja, komm, so ein bisschen. Ich mag Kupferrot total gerne. Sowas in die Richtung. Das ist ja sehr kupfern. Und wenn wir jetzt doch das... Ich glaube, ich werde schon in Richtung Kupferrot gehen. Und dann die Zweitfarbe ein bisschen... ja, so mehr in diesen Ton. Ja, so ein bisschen besser dazu passt. So. Und jetzt bräuchte sie natürlich auch noch Haarglanz. Intensität. Also die ist jetzt ganz stark und das kann man auch noch rausnehmen. Aber das finde ich eigentlich schön, diesen Haarglanz. Umfang. Umfang vom Glanz oder was? Wahrscheinlich Helligkeit eigentlich eher so auch. Keine Ahnung. Es müsste ein Spiel geben, bei dem man die ganze Zeit nur Charakter erstellt. So ein Charaktererstellungssimulator oder so. Aber ich meine, es gibt ja schon Spiele, wo man das sehr exzessiv tun kann. Aber was mache ich dann, wenn ich meinen Charakter erstellt habe mit dem Charakter? Genau so. Und dann Level 2, finde einen Namen. Kann auch dauern. Ich hoffe ja, dass mein Name nicht schon weg ist. Zweifarbige erweiterte Einstellungen. Da gibt es jetzt noch Kontrast, Übergang, Länge 1 und Länge 2. Was ist das? Kontrast. Und wenn ich jetzt hier kann ich... Da ist jetzt alles in der Mitte. Und dann kann ich hier noch... quasi so andere Schatten, Schattierungen, was weiß ich, reinpacken. Ja, aber das brauche ich nicht. Ich meine, das sieht schon ganz schick aus so. Da würde ich jetzt gar nichts groß ändern. Jetzt gucken wir mal weiter bei den Augen. Beide Augen, ein Auge. Also man könnte jetzt auch sie quasi zwei verschiedenfarbige Augen haben lassen. Das möchte ich aber nicht. Oder dass sie nur ein Auge... Ja, genau. Dann könnte sie zum Beispiel auf der einen Seite ein rotes haben und auf der anderen ein grünes oder so. Aber das finde ich nicht so prickelnd. Augenfarbe. Was? Augenfarbe? Rosa? Das ist diese hier außen das, ne? Das ist ja interessant. Das heißt, man könnte sie auch gelbliche oder rötliche Augen, aber das sieht dann so krank aus, haben lassen. Sie hat jetzt so mehr so, ja, auch ins Rötliche. Man könnte jetzt mehr ins Weiß gehen. Wobei, das passt zu so einer dunkelhäutigen eigentlich schon, dass auch der Augapfel so ein bisschen dunkler ist und nicht ganz so grell. Und dann haben wir hier natürlich jetzt die Augenfarbe. Die muss bei mir natürlich immer grün sein. Ja? Grüne Augen. Okay, wobei das sieht jetzt ja gar nicht so kupferrot aus, sondern eher so kupferbraun, ne? Mit der Haarfarbe. Ich kann mir das noch so ein Ticken... Aber wenn es mir bei den Zöpfen gefällt, gefällt es mir oben nicht, merke ich gerade. Wie sieht denn das aus? Jetzt finde ich, da setzt sich jetzt das Helle ein bisschen zu arg ab. Also da kann man sich schon verkünsteln. Nee, ich glaube, ich gehe da noch ein bisschen in einen anderen Ton. So. Ja, nice. Was haben wir denn noch? Bei den Augen haben wir da noch irgendwas Besonderes? Nö, eigentlich nicht. Transparente. Transparenz und Pupillenform gibt es auch noch. Gucken wir mal Transparenz. Oh, guckt mal. Da könnte man quasi jemanden machen, der überhaupt, also wo man nur das Weiße sieht. Finde ich auch ein cooles Feature. Oder so nur ganz schwach. Aber ich mag sowas eigentlich nicht so gerne. Vor allem, wenn man die Charaktere von weiter weg sieht, sieht es manchmal ein bisschen komisch aus. Schauen wir mal, wie das hier ist mit der Pupille. Kann man noch hier ran? Nö. Oh Gott, was sind denn da für Unterschiede? Pupillenform? Das sieht man ja gar nicht. Das sieht man doch nachher überhaupt nicht mehr, oder?
Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht sieht man das ja noch auf einem 4K-Bildschirm, aber ich sehe hier überhaupt keine Unterschiede. Außer, dass es manchmal die Iris hier, also da sieht man, dass es so schlitzförmig ist wie bei einer Katze. Das sehe ich. Man sieht ja auch hier so ein bisschen Unterschied. Aber sonst, da ist die Pupille irgendwie recht quadratisch und ziemlich groß. Schwierig. Aber das ist, glaube ich, ein Feature, was man nachher im Spiel sowieso eigentlich nicht mehr sieht, oder? Also ich sehe da jetzt wirklich keine großen Unterschiede. Ich mache mal das erste. Das erste ist wahrscheinlich eher so neutral. Dann haben wir noch die Haut. Hautfarbe finde ich sehr schick. Falten kann man machen. Man kann sie älter machen. Ja, aber nicht viel älter, also höchstens 40, 45. Aber meine ist natürlich ganz, ganz jung. Glanzintensität. Oh Gott, da sieht sie eher aus, als wäre sie, wird sie so, wie sie gerade im Regen steht, auch aussehen. Nö, wir machen das mal so mittel. Und was ist das? So, Sprr, Sommersprossen. Sommersprossen mag ich ja eigentlich schon gerne. Aber ich finde die hier jetzt nicht so schön designt, ehrlich gesagt. Lassen wir das mal weg. Dann haben wir noch Mund. Ein Make-up. Make-up-Stil ändern. Braunen Augen, Wangenröte, Lippen. Also sie hat ja... Sie schaut sogar... dem Cursor hinterher, okay. Die Brauen. Brauenfarbe. Okay. Das sieht man doch sowieso kaum, oder? Ich sehe da jetzt auch keinen Unterschied. Weil das so hell ist. Also wenn dann... Also ich sehe da nichts, das sich ändert. Vielleicht gibt es ja Charaktere, die stärkere Brauen haben, wo man das dann auch gut sieht. Keine Ahnung. Ich lasse es mal so Richtung rötlich. Und dann kann man sie natürlich auch noch... weil die Transparenz ganz unten ist. So würde... Oh, da hat sie aber starke Brauen. Jetzt gucken wir mal. Du Schande. Ich bin eine fiese Katze. Nee, nee, nee. Dann machen wir das lieber tatsächlich weg. Das gefällt mir nämlich nicht so. Tattoos gibt's auch. Das hat sie ja schon eins. Ein vorgefertigtes hier, ne, oder? Das ist das hier. Wir gucken uns mal. Also das ist jetzt ohne. Dann gibt's noch hier so ein... Oh, nee, das sieht ein bisschen bescheuert aus. Dann gibt's hier drüben nochmal... Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, weil das tatsächlich aussieht, als ob das wirklich Haare wären. Also ich finde das ganz nett. Das lasse ich nämlich so. Dann gibt es einfach statisch. Dann gibt es noch fixiert. Oh, wow, wow, wow. Das sieht auch nett aus, aber es ist mir ein bisschen zu... Ich mag ja diese verwischten Tattoos gar nicht. Da habe ich letztens auch irgendein Spiel... Ich weiß gar nicht, welches das war, wo so ganz viel so verwischt das war. Also wie wenn einfach nur so Farbe ins Gesicht gewischt ist. Und das finde ich als Tattoo eigentlich nicht schön. Ach du Schande. Mit Sternchen, Herzchen und Engelchen. Und das finde sowas finde ich sowieso furchtbar. Das hat natürlich was, aber irgendwie... Das wäre ja interessant, wenn man irgendwie ein Ork oder sowas spielen möchte, ne? Ja, aber macht man nicht. Was haben wir denn hier noch? Das sind jetzt so einfache kleine im Gesicht. Zum Beispiel ein Skorpion. Sternchen. Ein Säbel. Was ist das? Sieht man gar nicht richtig. Ich glaube, ich muss mir doch einen größeren Bildschirm anschaffen. Manche Sachen... Oh, Vögelchen. Mit der Linie. Aber das sieht halt so aufgeklebt aus. So ein bisschen wie ein Sticker. Deswegen finde ich das gar nicht so schön. Das... Mehr Bew. Ach so. Verschiedene Farben. Also das ist halt einfach wie, als ob man so ein Klebetattoo drauf gemacht hätte. Das finde ich nicht so gut. Also von dem her, wir bleiben bei dem. Das ist schön. Wir könnten die Farbe noch ändern. Von Schwarz, beziehungsweise hier Helligkeit. Aber tatsächlich finde ich das Schwarz ganz cool. Vielleicht so ein bisschen... Nö, ich lasse das. Das Schwarz finde ich gut. So, was haben wir noch? Stimme. Tattoos ist fertig hier, ne? Ja. Stimmentyp 1.
Hört mir ja viel. Warum kann sie nicht irgendwas sagen? Warum kämpft sie nur immer diese Teststimmen? Also, okay, so eine Quäki-Stimme mag ich nicht. Da soll ich jetzt raussehen, wie... okay, sie wird wahrscheinlich im Spiel gar nichts sagen, außer zu kämpfen. Könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung. Ich nehme mal die. Ist eigentlich egal. So, jetzt sind wir hier oben durch. Jetzt machen wir mal Änderungen anwenden. Und einen Namen eingeben. Und jetzt bin ich gespannt, ob es meinen Namen noch hat. Haben wir es richtig geschrieben? Sonst wird es peinlich, wenn man dann irgendwann nach ein paar Leveln merkt, ups, da fehlt ja was. Diesen Namen verwenden, ja bitte, wenn es möglich ist. Wuhu, er ist auch frei. Yippie. Stufe 1. Und jetzt geht's los. Huh? Power Pass. Haben wir, glaube ich, kein gekreuzte Schwerter. Ist das die Musik, die gerade läuft? Ich höre das gar nicht. Moment, ich mache mal bei mir so eine Idee. Lauter, aber ich höre eigentlich keine Musik. Ich sehe nur, dass im OBS der Pegel ein bisschen ausschlägt. Ja, ach, wir gucken einfach mal. Weil so die Musik im Startbildschirm, die fand ich ziemlich laut. Deswegen habe ich gedacht, ich muss da vielleicht noch was ändern. Aber wir starten jetzt einfach mal. Und dann gucken wir mal. Du kannst deine Steuerungseinstellungen später unter Einstellungen ändern. Angriff mit Linksklick. Angriff mit Rechtsklick. Ich weiß nur, dass ich das damals, dass ich in der Beta etwas geändert habe. Ich weiß nicht, ob es hier die Sachen übernimmt. Ich probiere einfach mal, ob das jetzt praktikabel ist. Fertigkeiten. Ja, da hatte ich was geändert. Ich habe die Fertigkeiten natürlich auf meine Zahlentasten gelegt. Das machen wir aber in-game, wenn ich es dann sehe. Einstellungen für Unterstützung bei Lichtempfindlichkeit. Verringert im Kampf und alle Sequenzen, Blitze und andere visuelle Effekte. Das wäre eigentlich was für mich. Zwischensequenzen enthalten blinkende, flackernde Lichteffekte, die bei lichtempfindlicher Epilepsie, also nicht wegen Epilepsie, sondern wenn es zu arg, aber ich glaube, das habe ich bis jetzt nicht gehabt und es war auch kein Problem für mich eigentlich. Bis jetzt. Das nehme ich gerne. So. Es beginnt. Glückwunsch zum Namen. Danke! Danke. Ich freue mich. Und ich hoffe, es wird mich nicht enttäuschen. Und hör zu. Wir sind die Delane. Jene, die dem Chaos entstiegen. Wir sind die Avesta, die Beschützer von Phaeton, unserer Heimat. Wir wandeln auf einem Pfad zwischen Kontrolle und Auslöschung. Wir erhalten Missionen, die für andere nicht zu bewältigen sind. Wir kümmern uns um die Verräter. In dieser Welt heißt es fressen oder gefressen werden. Hört die Stimme. Die Stimme ruft mich. Deine letzte Mission war erfolgreich. Du stelltest dich erfolgreich der Dunkelheit. Doch du gabst niemals klein bei. Du überwandest deine innere Dunkelheit und beschütztest dein wahres Selbst. Was bedeutet, dass die Zeit für eine neue Mission gekommen ist? Avesta! Begib dich zum Licht und finde die Stärke, um eine Welt zu beschützen, die dich verachtet. Kreuzung des Schicksals. Quest angenommen. Wo ist denn diese Quest?
Muss mal gucken hier. Tastaturüberlegung. Ja, hier. Triff dich mit Beatrice. Die Empyreaner trugen mich zu einem mysteriösen Ort. Dort erschien eine Frau, die mich willkommen hieß. Ja, war das so? Wir gucken mal ein bisschen. Eigentlich sehr schön, dass die Assassine weiblich ist. Muss ich keinen männlichen Charakter spielen. Ich habe da zwar nichts dagegen, aber ich kann mich natürlich ein bisschen besser damit identifizieren. Ich laufe über eine Lichtbrücke. Die Mächte des Chaos sind erneut auf dem Vormarsch. Die Archen haben einst die Welt vor den Dämonen gerettet. Wir brauchen sie erneut. Versucht, den Folianten der Prophezeiung zu öffnen. Er wird den Weg weisen, den dein Schicksal für dich bereithält. Drücke G, nähere dich dem Folianten der Prophezeiung und drücke G, um mit ihm zu interagieren. G geht ja schon mal gar nicht, das werde ich gleich nachher umlegen. Aber man kann ja auch klicken. So, wir dürfen jetzt eine fortgeschrittene Klasse, quasi ich kann aussuchen, ob ich gerne eine Todesklinge oder eine Schattenjägerin sein möchte. Wir können die uns aber auch nochmal genauer anschauen. Die Todesklinge hat hübsche Schwerter oder etwas größere Messerchen, ja, hübsche Schwerter. Und man kann, geht es so schwarz, kann man aber sehen. Ich weiß, ich will nur nicht, dass ich aus dem Spiel fliege, wenn ich irgendwie so jetzt irgendwie ein Video anklicke. Vorschau. Doch, gut. Also, die habe ich auch in der Beta gespielt und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen werde ich die auch machen. Spielen. Wir können aber auch nochmal die Schattenjägerin anschauen. Die hat dann quasi eher so Gleben. Und schnetzelt sich halt mit den Gleben durch. Ich werde wahrscheinlich sowieso irgendwann auch noch Twinks erstellen, so wie ich mich kenne. Aber ich werde mit der Todesklinge beginnen. Es gibt noch einen Klassentester, da kann man dann so ein bisschen rumspringen. Und hier mal austesten. Drücke C oder Rechtsklick. Was? So schnell kann ich gar nicht lesen. Also ich kann jetzt ein Monster beschwören, Boss beschwören. Und dann kann man so ein bisschen ausprobieren, ob einem das gefällt. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt liegt hier natürlich auch alles wieder auf diesen Buchstaben. Kann ich hier schon was ändern? Einstellungen, Charakterauswahl. Mal gucken. Spielerlebnis, Steuerung und Anzeige. Das ist aber nicht die Tastaturbelegung. Hier, Hotkeys. Grundlegende Steuerung. Interagieren. Interagieren ist gelockt. Das kann ich gar nicht verändern. Okay. Klassenfertigkeit 1 und 2. Navigation ist okay. Fertigkeit. Hier. Fertigkeit 1. Es geht nämlich gar nicht. Ich greife nämlich automatisch immer da hoch, weil ich das aus den anderen Spielen einfach so absolut gewöhnt bin. Moment. Wir sind inzwischen bei der 4. 5. 6. 8. Ob es praktikabel ist oder nicht, sehe ich dann. Dann gibt es ja auch noch für die Tränke und alles. Ja, das ist jetzt so belegt. Was ist denn jetzt F1 habe ich noch? Was ist denn das? Aber das passt jetzt erstmal. Ah, Gegenstände, ne? Ja, genau. Lehrerplatz 1, 2, 3, 4, 5. Da waren wahrscheinlich jetzt diese Tasten, ne? Das ist natürlich jetzt blöd. Ach, ich habe jetzt das da unten belegt, sehe ich gerade gar nicht. Gar nicht dieses Quer-Asti-Drift-Drift. Das wollte ich eigentlich eher. Wo ist denn das versteckt? Gegenstand?
Steuerung geht bei mir schon gar nicht. Grundlegende Steuerung. Ach, das ist... Ist das hier unten Y? Nee, das ist auch was anderes. Oder muss ich erst auf Anwenden klicken wahrscheinlich? Okay, dann wird es erst sichtbar. Dann ist gut. Dann können wir da hinten ja noch rumbasteln. Hier hinten. Da könnte ich... Ach, da gucke ich nachher erstmal. Da gucke ich dann nachher erstmal, was ich... Es gibt 8 Hotcakes ohne Zuweisung. Möchtest du speichern, ohne sie zu überprüfen? Ja, ja, das mache ich dann nachher. Ich hoffe, dass es nachher nicht so mitten in einer Bredouille ist, wo ich das dann brauche und benutzen muss. Wir können ja mal ein Monster beschwören. Und gucken dann mal. Oh, nicht nur eins. Und dann können wir nämlich hier rumspringen. Das Spiel ist natürlich auch ausgelegt, ne? Monsterhorden zu bekämpfen. Also tatsächlich viele schön zu schnetzeln und denen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und die spawnen jetzt aber auch unendlich. Einfach damit ich so ein bisschen, damit man so ein bisschen testen kann wahrscheinlich, wie es geht. Eine Kombo-Fertigkeit. Drücke im richtigen Moment auf die Fertigkeitstasten, um Kombos auszuführen. Ja, so weit sind wir noch nicht. Ich wachse gerne rein in den Charakter. Das mit den Kombos kommt dann noch. Und dann lege ich auch die Tasten vielleicht noch ein bisschen an. Okay, es reicht mir mit dem Test. Alles gut. Das machen wir dann im Spiel. Entspannt. Hm, Geschnetzeltes. Oh ja, sehr viel Geschnetzeltes. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich von dem WASD wegkomme. Ich bin gerade irgendwie daran versucht, WASD zu drücken. Aber hier läuft man ja nach Diablo-Manier mit der Maus. So, darf ich jetzt endgültig wählen? Dies ist mein Schicksal. Ja, das klingt. Ich muss noch darüber nachdenken. Nein. Jetzt habe ich gerade kurz gedacht, ich hätte falsch gewählt. Und sie hat doch die Gleben, aber nein, es sind die Schwerter, die sind nur so ein bisschen gebogen. Universal-Problemlöser. Haben wir einen schon? Guck mal, wir haben schon Erfolge abgeschlossen. Wir haben noch nichts gemacht und haben schon Erfolge. Das hat mich total irritiert übrigens in der Beta, dass wir schon so quasi gepusht wurden. Ja, ja. Soll ich jetzt mal G benutzen, damit es der Tooltip wegfällt? Möge Regulus deinen gewählten Pfad segnen. Die Mächte der Dunkelheit werden immer stärker. Aber verzage nicht, mein Kind, die Zukunft ist noch nicht entschieden. Folge deinem Schicksal. Sprich mit Beatrice, fertig. So, und das war's. Du wirst jetzt deine ersten Schritte auf der Suche nach der Arche tun. Arkesias Zukunft liegt in deinen Händen. Das Licht der Welt darf nicht dem Chaos anheimfallen. Ich finde jetzt ein bisschen schade, dass wir nicht wirklich im Spiel einen Auftrag bekommen haben, ne? Also, sie hat jetzt gesagt, was wir machen sollen, aber nicht warum und wieso. Das finde ich eigentlich schade. Dann wird so ein bisschen reingeworfen, aber vielleicht ist das ja auch Sinn der Sache. Die Säule des Lichts. Wir sollten lieber weiter. Hä? Gehen? Wohin? Alte Freunde treffen. Nach 500 Jahren des Wartens rufen uns die Sterne des Schicksals. Sterne des... des was? Komm wieder zurück, du alter Kauz! Vergessenes Land Trua. Trua ist eine vergessene alte Stadt. Beeilt euch, ihr Anfänger! Wir sind hier!
Naja, so ein bisschen Diva-mäßig sehe ich schon aus, ne? Oh. Nächster Stopp, Truhe. Das vergessene Land. Jetzt beginnt es. Lasst ab. Da oben sind mehrere. Wobei das eine ist eine Sonne und das andere sind Monde, ne? Ich bin auch sehr gespannt auf die Lore und wie gesagt auf die ganze Questline und so und auf die ganzen kleinen Details und so. Langsam als eine Schildkröte, Erfolg abgeschlossen. Warum auch immer, wir sind angekommen. Mit dem Schiff. Bring deine Sachen. Ride Home kommt gleich, also steig bitte noch nicht aus. Oh, verstehe. Wir heben ab, sobald sie ausgestiegen Nun sind. Nun gut, dann mal los. Ich stehe auch noch da. Aber ich gehöre zu diesen Leuten. Das heißt, ich darf nicht mit weiterfahren, sondern soll mit aussteigen. Man könnte den Prolog jetzt überspringen. Wahrscheinlich, wenn man den schon mal gespielt hat und sagt, oh, nee, komm. Hier nochmal das Tutorial quasi. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir wollen es natürlich sehen. Was ich jetzt aber gerne erstmal gucken möchte. Komm mal für eine Sekunde her. Ja, ich komme gleich. Ich möchte gerne was gucken. Und zwar, wir haben jetzt so viele Erfolge gekriegt und wissen gar nicht, wofür. Dann blinkt hier so ein bisschen was rot. Da würde ich auch gerne mal reinschauen. Kader, was ist denn das? Titel. Wir haben Titel bekommen. Männlich, weiblich kann man sich aussuchen. Schildkröte. Aktueller Titel, Schildkröte. Nee. Man kann nachher, man kriegt also verschiedene Titel und dann kann man die nämlich auch mixen. Also zum Beispiel agile Schildkröte. Als Beispiel. Oder zärtliche Schildkröte. Oder überragende Abenteurerin und so. Also das finde ich zum Beispiel witzig, weil dann hat nicht jeder einfach Standard seinen Titel überm Kopf, sondern man kann da so ein bisschen auch noch variieren. So, abgeschlossen haben wir Schwert von, also das sind die ganzen Sachen, wo wir die Titel bekommen können, oder? Hier ist natürlich alles noch nichts geschafft. Der einzige ist einfach nur diese Schildkröte. Was haben wir noch? Inventar. Wir haben Tränke. Die sind auch gleich hier auf F1 gekommen. Wir könnten hier eigentlich die F-Tasten lassen. Das fände ich eigentlich ganz gut. Dann könnten wir das nachher noch fertig ausfüllen. Dann gibt es hier natürlich noch Begleiter und das Lager. Da ist natürlich noch gar nichts. Oh, ein Eventlager, Festungslager und Sammelzeugs. Zerlegen kann man dann auch irgendwann mal was. Und Quest-Items gibt es noch. Und hier aus dem... Okay, wir müssen erst eine Quest abschließen. Dass wir dahin können. Und wir können hier dann auch später sortieren, ob wir nur mit Waffen sehen wollen, nur Rüstung, irgendwelche Tränke, Verbrauchsgegenstände, Materialien, Karten kann man sehr viele sammeln. Und sonst alles, was noch, was nicht in diese Kategorien passt. Sehr schön. Da beim Kader haben wir noch Kaderinformationen. Was ist denn Kader? Ist Kader, sind alle Kader, Charaktere, Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz. Abholen. Kader sind die Erfolge, ne? Irgendwie. Oder was? Alle Kader, Charaktere, Vitalität plus 5. Nein, Level 1. Ah, ja, okay. Das heißt... Ach du Schande. Je höher mein Main ist, kann das sein? Desto stärker sind dann auch die Twinks. Man arbeitet quasi da schon ein bisschen den Twinks dann zu. Wenn ich es richtig verstehe. Wenn der Kader quasi die Charaktere auf dem Account sind, wenn ich das richtig verstehe, ich weiß es nicht. Aber das werden wir dann mit der Zeit schon feststellen. Es gibt natürlich auch einen Shop. Und in diesem Shop gibt es natürlich unzählige Cosmetics. Hier sieht man Flügelchen, Mounts, Pads, bla bla. Also hier kann man sehr gut einkaufen. Und ich denke mal, die machen auch richtig gut Geschäfte über diesen Shop. Also hier Skins, irgendwie irgendwelche Gewandungen, keine Ahnung. Hier Pakete mit mehreren wöchentlich. Wöchentliche Kartenpakete, oha, Kristalle, Währung, bla bla. Nein, wir wollen aber im Moment
Produktinventar. Wir haben natürlich auch Sachen, genau. Ich habe das Silver Founders Pack mir geholt. Und das können wir jetzt uns hier abholen. Da kriegen wir dann auch noch ein Sichelchen. Dollar Ingame Shop Receive Notice 2. Alles klar. Ja, nehmen wir. Produkt erhalten. Sie haben ein Silber-Pionier-Paket erhalten. Gibt es auch Einlog-Belohnungen? Ich glaube ja. Ich meine mich zu erinnern, dass es welche gab. Silber habe ich auch gekauft. Ja, ich fand eigentlich 25 Euro ganz okay, so als Auftakt oder halt als Gegenwert für das Spiel. So für mich. Gut, jetzt haben wir noch ein Kistchen. Wie kommen wir denn hier wieder raus? Hier lassen. Und jetzt haben wir unsere Pionierkiste im Gepäck. Die machen wir mal auf. Und bekommen. Wie können wir die öffnen? Rechtsklick. Eine Aura, die 30 Tage hält, wird beim Aufsammeln an deinen Kader gebunden. Kader müsste tatsächlich alle Charaktere sein, oder? Aktiviert bei Nutzung die kristalline Aura. Angewandter Effekt, Vorteil durch kristalline Aura, Effektzeitraum 30 Tage. Also muss man dann, wenn man das aktiviert hat, möglichst aktiv spielen. Ich glaube, das werde ich. Gibt dir im Spiel die folgenden Vorteile. Wir können den Triporter kostenlos nutzen. Wir zahlen weniger Überseegebühr, also wenn wir da reisen. Wir haben einen Versuch mehr, um Beziehungen zu pushen. Wir haben eine natürliche Regeneration von Lebensenergie plus 10%. Klingt gar nicht schlecht. Meine Tochter hat sich Platin geleistet. Oha. Und ab Freitag eine Woche Urlaub genommen. Oha, da hat sie einiges vor. Oh ja, da kann sie schön reinsuchen. Ja, das ist so. Was haben wir denn noch? Nutzbare Bifrostplätze. Da weiß ich noch nicht, was das ist. Abklingzeit Lied der Rückkehr um die Hälfte. Also wir können früher wieder zurück. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist auch eine Stunde Abklingzeit oder sowas. Normalerweise Festung, Forschungszeit. Okay, das sind nur Herstellungssachen, Expeditionssachen. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt jetzt schon so weit kommen. Aber wahrscheinlich in den nächsten 30 Tagen schon. Aktionsenergie, Standardregenerationsmenge, Freischaltung von ultimativer Antistress. Oh, das könnte ich im Real Life brauchen. Für das Festungstrainingsgelände. Titel Kristallnutznießerin wird angewendet, solange der Vorteil aktiv ist. Und Begleiterfunktion verwenden. Ist das was, was man jetzt einmal geschenkt kriegt, aber im Shop wahrscheinlich auch immer wieder nachkaufen kann? Kann ich mir gut vorstellen. Das ist einfach so ein Boost. Ich würde das auch noch gar nicht aktivieren, weil ich glaube, ich mache das erst, wenn ich dann so ein bisschen... Wenn ich hier diese ganzen Sachen hier nutzen kann mit der Festung und so. Was haben wir denn noch? Wir kriegen eine Nachschubtruhe. Da ist Silber drin. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Dann kriegen wir Ausrüstung. Einmal für jetzt gleich. Dann für Level 20, für Level 30, für Level 40 und Level 50. Aber vielleicht können wir da uns nur ein Teil dann aussuchen aus der Kiste, nehme ich mal an. Eine Sammlerwerkzeugkiste, Titel heroischer Gründer und einen Phönixflaum 30 Mal. Das ist damit man sich wieder, dass man sich wiederbeleben kann, ne? Und eine Begleiterauswahltruhe, wo wir uns ein Tierchen aussuchen. Eine rote, eine schwarze oder eine weiße Katze. Wir machen einfach mal auf. Ich weiß nicht, wenn wir es aufmachen und das hier nicht benutzen. Muss man das nochmal benutzen? Aktiviert bei Nutzung. Ich weiß nicht, ob Auspacken schon Nutzen ist. Wir machen einfach mal auf. Ne, wir haben es jetzt da. Und wir haben die Sachen alle. Ich würde mir nämlich gleich mal hier das Kätzchen rauslassen. Hm? Und ich hätte gerne das rote Kätzchen. Ich habe schon Leute gehört, die sich beschwert haben, dass sie eine Katze auswählen müssen. Und dann keinen Zugriff mehr auf die andersfarbigen Katzen haben. Und ob man die nicht auch irgendwie bekommen könnte. Naja, ich denke, man muss sich halt einfach ein bisschen entscheiden. Und vielleicht gibt es die anderen farbigen dann auch irgendwie mal im Shop oder bei irgendeinem Event. Das wäre ja auch wirklich so. Guck mal, die ist so süß. Episch. Spezielle Kapsel von Verns Gesellschaft für Magie. Die Jamies, eine Katze mit aufrichtigem Wesen, beschwört. Verwenden, um diesen Begleiter deinem Begleiterinventar hinzuzufügen. Kann frei gehandelt werden? Ne, die gebe ich nicht mehr her. Festungseffekt für Expeditionen, spezialisiert auf Belastung, Flamme, zusätzlicher Anpassungsbonus 1%.
Möchtest du einen Begleiter hinzufügen? Nochmal. Flupp. Und jetzt haben wir nämlich hier... Ne, da sieht man noch nichts. Alt-P, nutze die Hotkeys einmal und wähle im Schnellmenü Begleiter, um dir deine Begleiter anzusehen. Machen wir mal. Alt-P. So, mit Krönchen sogar. Also das Krönchen hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber okay. Hier gibt es verschiedene Ansichten. Okay. Also ohne Krönchen hätte es mir jetzt besser gefallen, aber okay, es ist dann natürlich ein bisschen so... Oh, wir könnten jetzt umbenennen, oder? Ah, nee, ich lass mal James. Basiswerte. Okay, also die lootet auch für einen. Ich weiß, dass es nachher auch eine Quest gibt, wo man da so ein bisschen eingeführt wird in die Begleiter. Das dauert aber im Spiel noch ein bisschen. Jetzt habe ich gleich einen. Ach, süß, wie sie tritt. Begleitereffekt. Erhöht maximale Trefferpunkte um 5%. Oh, das ist nice. Und Crit um 10. Super. Funktionen. Du kannst Begleiterfunktionen über die Schaltflächen im Begleiterinventar oder die Kontextmenüs der Begleiter einsetzen, aber nur, wenn sie aktiviert wurden. Fernspeicher, Begleiterinventar, Markt und Auktionshaus. Fernpost, das war aber irgendwas, was kostet, ne? Ja, genau. Das sind so Boni, die man dann hat, wenn man ein bisschen was dafür zahlt. Ne? Die kristalline Aura aktivieren, um das Begleiterinventar zu nutzen. Nee. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir wollen auch erstmal einfach nur so spielen. Kätzchen ist da, läuft mir hinterher und sammelt meine Sachen ein. Das finde ich schon mal sehr praktisch. Dann hatten wir hier noch Rüstung. Aber ich habe dann das ganze Krams, egal, im Gepäck. Du kannst alle folgenden Gegenstände erhalten. Okay, ich kann natürlich noch nicht alles benutzen, weil das sind diese Level-Up, also 10er Level-Up-Kisten. Die müssen wir uns einfach noch aufheben. Die packe ich mal hier runter. Und das nutze ich auch noch nicht. Das hebe ich mir mal auf. Dann haben wir die Federn, die können hier auch ein bisschen runter. Dann haben wir hier den Titel Heroischer Gründer. Können wir mal zufügen. Heroische Gründerin, danke. Dann haben wir hier Sammlerwerkzeugkiste. Du kannst alle folgenden Gegenstände erhalten. Enthalten ist der Fortschritt in der Fortschrittstruhe in allen Paketen Handwerksfertigkeiten, Werkzeuge. Ich krieg alles. Alle Werkzeuge. Ich weiß aber, das Crafting am Anfang... ich lasse die mal zu. Ich weiß nicht, ob die nachher irgendwie irgendwo verschwinden, aber ich lasse sie trotzdem mal zu, weil ich noch nicht handwerke. Und dann haben wir noch ein Horn von Luterra. Flammengranate, Schlafbombe, Flinkheitsrobe, Tarnrobe, verspottende Vogelscheuche. Die packen wir mal aus, die Sachen. Ich glaube, die können wir dann vielleicht mal irgendwie packen. Beschwört lutheranische Soldaten, die für 30 Sekunden an deiner Seite kämpfen. Also auch ein paar nette Goodies. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Und das ist wahrscheinlich, damit die Feinde dann die Vogelscheuche angreifen. Und das ist, während du getarnt bist, erkennen Monster dich 10 Sekunden lang nicht. Also weiß ich nicht, ob ich dies... Ich bin immer so jemand, der so Sachen immer aufhebt für... Ach, irgendwann mal gibt es bestimmt eine schwierige Situation, wo ich es brauche. Und dann gibt es nie eine schwierige Situation, wo ich es brauche. Und dann habe ich das Zeug meistens immer ewig. So. Jetzt wollen wir aber... Nein, ich mache mal ganz kurz noch... Möchte ich noch die Tastatur hier unten ein bisschen nochmal anpassen? Gegenstand. Ja. Halt. Soll hier hin. Dahin. Ob es nachher praktikabel ist, werde ich ja dann sehen. Aber das können wir dann wieder ändern. Gut. Jetzt ist beim Kado wieder was dazugekommen. Ah ja, der Titel. Der neue Titel. Dass ich Gründer bin, Gründerin bin, wissen ja eh alle, die jetzt spielen. Aber jetzt machen wir mal ein bisschen Geschichte. Hier steht ein Träger. Träger Mambo. Der gerne etwas von mir hätte.
Ah, was ich euch noch sagen kann, hier unten sieht man zweimal, also einmal mein Level von meinem Charakter hier und dann gibt es noch quasi den Account-Level. Der levelt nämlich mit. Genau, und das gilt dann für den Account. Die rote Katze möchte ich auch. Ich nehme mal an, du spielst noch ein bisschen. Ich spring mal eben unter die Dusche. Ja, ich werde heute noch mindestens, ich denke mal so 2-3 Stündchen, 2,5-3 Stündchen spiele ich bestimmt noch. Da kannst du ruhig zwischendurch unter die Dusche hüpfen. Das ist kein Problem.